Hallöchen zusammen. Moin moin, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play RimWorld Biotech. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Flask schläft jetzt auch endlich, das ist wunderbar. Ja, das mit Standard finde ich immer noch doof. Den habe ich eigentlich als Nachtschichtler eingeteilt, ne? Aber... naja. Gut, wenigstens arbeitet er was und beleidigt keine Leute gerade. Das ist schön. Das ist wunderschön. So, Forschungslabor befindet sich noch in der Mache. Das wird ein Riesenteil, aber ich möchte das groß haben. Mit 10 Tischen am besten. Das muss episch werden, das Teil. Wenn das nicht episch ist, dann ist es nicht gut. Ne? So, Standard, Gott sei Dank. Standard ist jetzt tatsächlich am Schlafen. Das heißt, der macht ab heute Nachtschicht. Sehr schön. Das war mir persönlich wichtig. Damit wir den von allen anderen getrennt haben, weil das ist echt ein Problembärchen. Gerade der Typ. Er macht nur Stress. Der Standard. Ja, es ist halt 14 Uhr jetzt, ne? Also es passt sich so langsam an. Aber er ist halt auch echt schnell beim Bauen, das muss man auch dazu sagen, ne? Das ist heftig, wie fix der unterwegs ist. So, Kirche, Halleluja. Oh Gott. Bitte redet einfach nicht miteinander. Besser ist es. Einfach nicht miteinander reden. Dann ist alles besser. So, sieht schon mal sehr geil aus, finde ich. Viel zu groß eigentlich, aber es ist geil. Weißt du? So, hier haben wir noch einen kleinen Fehlerchen. Ein kleines Fehlerchen gehabt. Das haben wir jetzt in Ordnung gebracht. So, Flask. Standard macht jetzt hier die Nachtschicht ein bisschen. Flask auch. Nicht reden. Nicht anschauen. Ihr bleibt einfach sonst wo. Voneinander entfernt am besten. Du gehst jetzt aber nicht schlafen, ne? Standard. Nee, er geht nicht schlafen, okay. Wir brauchen noch ein Bildchen für Morbius, fällt mir gerade ein. Für Morbius haben wir noch gar kein Bildchen, kein neues. Image is generating, please wait. 30 Sekündchen. Wunderbar. Huda, huda. Eine übersinnliche Beruhigung, sehr schön. Nehmen wir auch gerne an. Das Königreich zieht weiter. Und Standard kümmert sich hier um unsere Gefangenen. Wunderbar. Wir können hier mal noch ein Lichtchen reinsetzen, dann sitzt du nicht ganz so aggro. Standard erzählte Tiffy eine berührende Geschichte über die Liebe. Willst du die anbaggern oder was? Offensichtlich, okay. Bionic Kidney und bionisches Bein, sehr schön. Oh, Forschungslabor ist durch, meine Lieben. Jawohl. Ein paar kleine Sachen müssen wir noch machen. 1, 2, 3 und 4. Und dann können wir hier
unser Forschungslabörchen einrichten. Ist viel zu groß. Es ist viel zu groß für ein Forschungslabor. Nee, das kann ich so nicht lassen. Das ist nix. Das ist viel zu groß. Aber ich hab schon eine andere Idee. So, pass auf. Eine bessere Idee. Das wird der Thronsaal. Ha. So. Machen wir einfach. Aus Forschungslabor wurde Thronsaal. Ist leider viel zu groß. Kann man das. Gibt's da auch was? Flatfill Selected. Nee, das lieber nicht. Sunlamp. Das hat eine ansprechende Größe, würde ich sagen, für ein Forschungslabor, oder? Die Sunlamp. Dann machen wir Sunlamp. Machen wir hier. Nee, warte. Hier nicht, weil hier haben wir noch Farmland. Eher so in Richtung Wüste, ne? Also ich möchte bitte Sunlamp. Hallo? Es klappt nicht. Ah. Ja. Ja, aber das ist die Sunlamp Outline, die geht auch, ne? Hinter der Kirche? So? Dann haben sie einen sehr, sehr weiten Weg immer, ne? Ah, wenn wir es hier hinsetzen, das Teil. Das war hier. Machen wir das doch so. Dann haben wir hier das Forschungslabor. Oh, jetzt müssen wir natürlich wieder umstellen. So. Das ist ja gleich ausgebuddelt, ne? So ein Wolfi buddelt das Ding innerhalb von 5 Minuten aus. Nicht mal 5 Minuten. Das geht jetzt zack, zack. Schaut euch das an. Und das hier wird der Thronsaal. Wir brauchen noch ein bisschen Sandsteine. Können wir uns jederzeit holen. Liegt ja alles frei herum. Muss nur die Befehle geben. Und Wolfi buddelt auch ein paar aus, also alles gut. Royalty schickt mal wieder. Ach Gottchen. Ich liebe die Lieferung von Royalty. Jedes Mal kriegt man so viel schönes Neutroglycerin, das wir nicht verarbeiten können. Haben wir eigentlich schon. Nö, wir haben noch keinen verstärkten Waffenschrank. Spaß mit Formen. Nur hier bei Orum Bombardin. Marodeurlager. Ich wolle. Der Petri oder was? Aktuell bin ich froh, dass wir überhaupt leben. Zeige ich euch, wie es ist. Ich glaube, hier machen wir doch eine Holztür rein. Können wir gerade nicht. Also wir müssen echt ein bisschen mit dem Holz aufpassen. Ne? Wir haben nicht so viele Bäumchen hier in der Umgebung. Ja, wir haben nicht so viele Bäumchen hier in der Umgebung. Gar keine aber. Nee, sind genug. Alles gut. So. Das sieht gut aus. Was wir jetzt allerdings dann brauchen, sind wieder Sandsteinblöcke. Das heißt, ich hoffe, dass da demnächst wieder ein bisschen produziert wird. So, jetzt haben wir Stromausfall. Weil Holz.
Aber Refill kommt, keine Sorge. Ist nur vorübergehend. Ist etwas ungünstig, aber nur vorübergehend. Und jetzt können sie hier auch rauslaufen, das ist auch schön. Sieht gut aus. Also ich finde, man merkt schon, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt ein bisschen höher, ne? Ich finde, das fällt schon ein bisschen auf. Dass jetzt hier ein bisschen mehr Action drin ist, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Wir haben uns das ja ausgesucht. So, jetzt mache ich einfach hier Kopie, Tür. Und weil wir gerade nicht so viel Ressourcen haben, glätten wir. So, der Thronsaal sieht auch mittlerweile sehr, sehr schön aus. Das heißt, ich glaube, es ist unter Diverses, oder? Bist du ein diverser Thron? Nein, ist kein diverser Thron. Erstmal können wir uns nicht so viel leisten. Ne? Wir müssen jetzt erstmal einen Schieferthron bauen. Einen einfachen nur. Ich hoffe, Flask verzeiht mir das. Aber wir können uns einfach nicht mehr leisten gerade. Sorry. Ich suche gerade die Feuerschale. Sagen wir jetzt bitte nicht, dass wir die erst erforschen müssen. Nee, oder? Da ist die Feuerschale. Ich glaube, zwei Feuerschalen oder was? Irgendwie sowas war es doch, oder? Ich setze jetzt erstmal alles nach oben, ne? Und dann können wir gucken. Ach Gottchen. Warte mal. Just B hat doch... So. Schön, wie er sich am Boden gerollt hat. Toll. Sehr gut. Heute Abend gibt's Eselsteak. Rettung. 9 Türme, ein ja klar, 9 Türme, logisch. Und ein Schießwettbewerb. Ja, können wir auch nicht machen. Sorry, 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 aber es geht halt nicht. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Sobald hier mal alles steht, können wir auch wieder bei so Spaßveranstaltungen mitmachen. Bis dahin müssen wir uns leider gedulden. Mehr geht gerade nicht, meine Lieben.
Warum ist das Gehege nicht umzäunt? Ah! Ich verstehe. Das kriegen wir gefixt. Mit ein bisschen Holz. Das hier draußen liegt. Aber ich sag mal so, die können ja hier nicht abhauen. Eigentlich. Kohle haben wir auch bald, das ist sehr geil. Und bei Tiffy läuft's auch noch. Schön. Jetzt wäre es natürlich ganz schön, wenn wir noch ein bisschen Holz hätten. Jawohl. Gehege wieder umzäunt, alles gut. Alle glücklich, just me, kriegt ein Psylink Level. Hat einen Kettenblitz jetzt drauf. Ach, schön. Es läuft wieder. Ich glaube, so langsam aber sicher läuft der Lachs hier. Schön. Böden werden eingezogen. Oder geglättet, besser gesagt. Toll. Dauert auch gar nicht mal so lange. Ich glaube, da haben wir eine Mod installiert für. Das heißt, das geht jetzt relativ zügig weg alles. Und dann können wir hier endlich richtig forschen, ne? Das ist mal gut. Die Nichte zweiten Grades von Wolfi, die Oksana, kommt vorbei. Oh Gott. Oksana, besiege sie. Der Moment ist gekommen. Zerleg die Mechanoiden. Jawohl, einer ist kaputt. Oh, jetzt kommen die Granaten. Oh nee, er geht doch nicht. Was macht der jetzt? Ich glaube, der wollte einen Golem. Oh nein. Ich glaube, Oksana hat es erwischt, oder? Nee, Oksana lebt noch. Jawohl. Okay. Time to shine. Jetzt kommen wir. Wir retten Oksana. Oksana ist auch die einzige, die noch lebt hier. Oder die noch nicht am Boden ist. So, Akuma, rette Becky. Die kriegen wir nämlich jetzt kaputt hier. Und dann ist vorbei mit Nebel. Oksana ist die perfekte Ablenkung. Macht's ja auch echt gut. Wehrt sich hier tapfer. Oh, Oksana ist tot.
Ich glaube, wir haben es geschafft. Wolfi hat es gut erwischt. Aber der kriegt das hin. So, Flask. Nee, stopp. Just me. First Aid. First Aid. Und Flask, mach kaputt. Wir haben jetzt wahrscheinlich gerade nicht mehr... Ja, doch, wir haben hier ein medizinisches Bett noch. Das können wir nutzen und das hier können wir nutzen. Ach Gott. Hey, retten. Ja, Standard, wie wär's denn, wenn du jetzt einfach mal First Aid machst? Ach komm, verzieh dich, Standard. Weißt du was? Verzieh dich. Flask. Klärt das. So. Soll ja nicht heißen, wir wären undankbar. Wir haben diese... Ach, Morbius ist auch noch da. Okay, Morbius. Morbius kann das Ding ja wegschießen. Oh, Wolfi hat es gut erwischt. Da müssen wir aufpassen, dass uns der nicht drauf geht. Oh, geh noch ein bisschen näher ran. Endlich! Und ganz ehrlich, dafür ist dieser Loot hier schon sehr schäbig. Aber weg. Der Mist. So, wie sieht's bei Wolfi aus? 11 Stunden. Aber ich bin mir sicher, Akuma kümmert sich schon, oder? Nee? Macht Morbius, okay. Wird wieder. Oh, wir haben ein... Schön. Schön. Morbius sieht... sieht gut aus. Heiß. Sehr, sehr heiß. Respekt. Oh, irgendwer hat es nicht... Ah doch, der Going... Der, die das Going ist hier oben. Govin. Govin, Govin. Könnte auch ein Pokémon sein, ne? Alles könnte ein Pokémon sein. Ach, schön. Schön, dass das weg ist, das Ding. Das hat mich nämlich sehr genervt. Danke an die Hera. Haben sie gut gemacht. Haben sie sehr gut gemacht. Wolfi, warum? Himmel, Herrgott. Halb tot, aber er will schon wieder rumlaufen. Er ist einfach so fleißig. Der hat eine Wundinfektion. Warte mal, den können wir doch... Pack dem mal ein vernünftiges Bettchen und dann... Dann wird das schon.
Ich meine, solange es nur der ist. Eine Wundinfektion im Magen. Das ist auch kacke, oder? Also wenn du sowas hast. Das ist sicherlich nicht schön. So, ich schicke jetzt mal Flask in seinen Thronsaal. Müssen wir auch mal gucken. Der ist bestimmt gleich unwürdig. Bin ich mir relativ sicher. Und Kolit ist beigetreten. Halleluja. Kann auch ein bisschen verarzten. Kann Tiere pflegen, kann jagen. Redet mit Akuma über Lieblingsfrisuren. Wunderbar. Toller Typ. Genau sowas können wir brauchen. Und er kann eine Expertise erlangen. Ah, er kann Tierflüsterer werden. Nee, wir geben dem Tiertrainer. Der Kolit. Das ist ein guter. So. Also Thronsaal ist jetzt eigentlich da, ne? Ist auch nicht unwürdig scheinbar. Doch. Er braucht eine Harfe. Cembalo reicht nicht, ne? Obwohl, da steht die Harfe drin. Ich versuch's mal. Vielleicht reicht das ja. Ansonsten noch zwei Säulen. Die Säulen kriege ich hin. Zwei Säulen, das ist überhaupt kein Thema. Aber eine Harfe müssen wir erst wieder erforschen. Ist ein bisschen ungünstig. Okay, das zählt als Harfe, das Cembalo. Sehr schön. Gut, das soll es aber wieder gewesen sein für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut morgen wieder rein. Wenn es eine neue Folge gibt. Von RimWorld. Noch kurz ein Bett bauen. So. Macht's gut. Ciao.